herzlich willkommen zum Goal Transfer Talk. Wir reden mal wieder über das Thema Transfers. Mit wir meine ich Goal-Chefredakteur Sebastian Mittag und mich, Patricia Seibert. Und natürlich haben wir auch wieder einen Gast dabei. Diesmal ist das mein Goal-News-Kollege Hendrik Gulden. Wie gesagt, tätig bei Goal und Spox. Hi Hendrik, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, yes, hi. Danke für die Einladung auf jeden Fall. Ja, ich würde direkt ins erste Thema reinspringen und wir beschäftigen uns heute mal wieder mit den Bayern. Bei den Bayern geht's ja drunter und drüber, was das Thema Torwart angeht. Ihr habt's mitbekommen, es gibt Differenzen zwischen Manuel Neuer und den Verantwortlichen des Vereins. Es gibt wohl auch Differenzen zwischen Manuel Neuer und Julian Nagelsmann. Und da stellt sich die Frage nach der Zukunft von Neuer. Lothar Matthäus hat ja sogar schon gesagt, er könne sich ein Aus von Manuel Neuer bei den Bayern vorstellen. Ist es vorstellbar, dass Manuel Neuer geht, Hendrik? Was sagst du? Ja, also ich finde es auf jeden Fall ein bisschen wild, diese ganze Nachricht. Auch gerade das Zitat dann von Matthäus, er könnte sich einen Abgang vorstellen. Das war jetzt in meiner Zeit Fußball zu gucken, in meiner Zeit eben die Bundesliga zu verfolgen, ist es eigentlich unvorstellbar gewesen. Neuer immer die Konstante gewesen im DFB-Team bei Bayern. Und jetzt so plötzlich gibt es da diesen Riesenkrach. Also erstmal natürlich seine Verletzung, dann natürlich dieses Interview, was er jetzt gegeben hat. Und ich frage mich halt selber so ein bisschen, wie geht's da weiter? Weil ich kann mir so wenige Dinge eben vorstellen. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass es das vielleicht war bei den Bayern, aber auf der anderen Seite ist so eine Vereinsikone jetzt mittlerweile. Und ich meine, er ist jetzt gerade immer noch Kapitän. Da jetzt dann direkt, dass das dann das Ende ist, das ist halt, wie gesagt, ein bisschen schwer vorstellbar. Auf der anderen Seite aber natürlich fehlt mir dann eben die Fantasie, wo soll es denn für ihn so richtig weitergehen? Weil bei so einem Spieler wie Neuer hat man immer das Gefühl, das war jetzt bei Ronaldo ja auch das Gleiche, bei den Besten hat man immer das Gefühl, zu kleineren Clubs können die nicht wechseln, auch wenn jetzt Ronaldo gerade das Gegenteil bewiesen hat. Und ich frage mich halt, wo sollte Neuer jetzt noch unterkommen, wenn er eben dann wieder fit ist nach seiner Verletzung, wenn er wieder auf das Level kommt oder zumindest mal ansatzweise auf das Level kommt und sich das trotzdem bei den Bayern verspielt hat. Wie gesagt, also mir fehlt so ein bisschen die Fantasie. Aus Fansicht denke ich halt, er hätte es schon nochmal verdient, bei den Bayern zu spielen und zumindest nochmal zu zeigen, ob er eben von der Verletzung zurückkommen kann oder zumindest mal in den Konkurrenzkampf zu gehen mit jetzt Jan Sommer, der jetzt auch da ist, der auch ein sehr guter Keeper ist. Aber wie gesagt, am Ende fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wie es da weitergehen soll. Aber mir fehlt gleichzeitig auch die Fantasie, wo es denn dann für Neuer weitergehen sollte, wenn es eben nicht bei den Bayern ist. Ja, es gibt ja auch Meldungen, die behaupten, Manuel Neuer ist eben bereit, den Konkurrenzkampf anzunehmen und ist auch bereit, bei den Bayern zu bleiben. Sebastian, wie siehst du das? Glaubst du, es könnte ein Abschied bevorstehen oder wird sich das regeln und Manuel Neuer steht wie gewohnt zwischen den Pfosten bei den Bayern? Es ist gut möglich, dass wir Manuel Neuer nicht mehr im Bayern-Tor stehen sehen werden. Ich glaube, der Riss ist schon sehr tief zwischen dem Verein und Neuer jetzt nach diesem Interview. Man muss natürlich sehen, die Bayern wollten Neuer natürlich auch ein bisschen provozieren oder sie wussten, dass es als Provokation ankommen muss, wenn sie seinen guten Freund, seinen Busenfreund Tapalovic rauswerfen letztlich. Und auf die Provokation hat Neuer schlimmstmöglich reagiert, nämlich öffentlich und sehr öffentlich und mit starker Kritik am Verein und vor allem auch am Trainer. Also ich denke, wenn Nagelsmann nächste Saison noch Trainer ist bei den Bayern, dann wird es sehr, sehr schwer werden für ihn, da nochmal reinzukommen. Mit Blick auf seine Zukunft finde ich sehr interessant zu sehen, wie er dieses Interview gegeben hat. Nämlich hat er das Interview der Süddeutschen Zeitung gegeben und auch noch The Athletic. Für den deutschen Markt alleine, um seine Meinung in die Welt rauszuschießen, hätte die Süddeutsche gereicht. Das haben eh alle Medien innerhalb von einer halben Stunde dann übernommen. Aber The Athletic hat halt eine große Leserschaft im englischsprachigen Raum, also in England und in den USA. Und ich glaube, das könnte schon ein kleines Zeichen sein, wohin vielleicht die Reise gehen könnte, wenn Neuer nicht mehr bei den Bayern ist. Ich denke, die erste Option wird nochmal ein guter Club in der Premier League sein, wenn sich da eine Planstelle im Tor ergeben sollte, auch wenn Neuer dann schon 37 ist. Wenn er wieder gesund wird, hat er immer noch den Ruf, der beste Torwart der Welt zu sein. Und wenn dann so ein Club, ich denke vor allem an Manchester United, einen neuen Torwart braucht, wenn De Gea jetzt da endlich mal weg ist, die sind ja immer wieder im Gespräch, warum sollten sie dann nicht einen mit dem Namen von Manuel Neuer holen? Wenn es da dann nicht klappt, ist ja auch immer noch die Möglichkeit, sich so zur Ruhe zu setzen,
die Karriere langsam ausklingen zu lassen. Und da ist, glaube ich, für gerade für Manuel Neuer sind die USA ein sehr interessanter Markt. Da nochmal seiner Vita einen ganz anderen Kontinent hinzuzufügen. Das ist ein Zukunftsmarkt, gerade mit Blick auch auf die WM 2026, die in den USA stattfinden wird. Das könnte ich mir auch noch als interessante Option vorstellen. Ich kann mir bei Manuel Neuers Einstellungen nicht so richtig vorstellen, dass er jetzt wie Cristiano Ronaldo vielleicht in die arabische Welt geht. Da gibt es dann auch immer wieder Gegenstimmen beim Thema Menschenrechte etc. Aber die USA wären dann vielleicht doch so eine Liga, die nochmal für ihn interessant sein könnten, um da wirklich nochmal zum Star zu werden, siehe David Beckham. Ja, du hast uns gerade mögliche Optionen für Neuer genannt, wo es denn hingehen könnte, sollte er sich wirklich von den Bayern verabschieden. Bei den Bayern würde das natürlich dann wieder die Planstelle aufmachen, was ist im Tor los und gibt es vielleicht einen möglichen Nachfolger, denn Jan Sommer ist jetzt noch ein Jahr da, aber es gab ja auch immer wieder Gerüchte um Gregor Kobel vom BVB. Da hat sich aber Sebastian Kehl jetzt ziemlich deutlich geäußert und gesagt, in den nächsten 2 Jahren wird Kobel wahrscheinlich nicht wechseln und das sei alles Stuss. Also da gab es klare Worte. Wir werden sehen, wie es weitergeht bei den Bayern und ob Neuer bleibt oder geht und was das dann für den kompletten Transfermarkt auch bedeutet. Aber ich würde dann direkt zum nächsten Thema gehen, denn auch bei Manchester City gibt es Probleme und zwar deutlich größere Probleme als beim FC Bayern, denn gegen den Club wird aktuell wegen Verstößen gegen die Finanzvorschriften ermittelt. Ja, die sollen sich ein unfairen Vorteil gegenüber anderen Vereinen verschafft haben und dafür drohen eventuell sogar sehr empfindliche Strafen, also von Geldstrafen über Punktabzüge bis hin zum Zwangsabstieg ist alles drin. Die ganze Geschichte könnte sich auch noch sehr, sehr lange ziehen. Also mit einem Urteil wird jetzt erstmal nicht gerechnet. Das könnte Monate, sogar Jahre noch dauern. Hendrik, wie geht's weiter mit Manchester City? Was glaubst du, passiert da? Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich kann es mir nicht vorstellen, dass da wirklich was Schlimmes passiert. Das Financial Fair Play ist so zahnlos, wenn man das von außen betrachtet. Da werden fast nie wirklich schlimme Strafen verhängt. Bestes Beispiel ist jetzt Juve. Ich finde, die Juve-Strafe ist, also sie funktioniert noch mit am besten, weil sie haben 15 Punkte Abzug bekommen. Klar, die Geldstrafe ist den Teams meistens egal. Also gehen wir einfach mal nur auf diesen Punktabzug. 15 Punkte Abzug für Juve wären in jeder anderen Saison kein Problem gewesen. Klar, sie wären dann vielleicht nicht Meister geworden, aber sie wären wahrscheinlich, also mit großer Wahrscheinlichkeit, in der Champions League gelandet. Das heißt, sie hätten die Einnahmen, die sie in der normalen Saison auch gehabt hätten. Jetzt würde ich es mal drastisch ausdrücken, sind sie selber schuld, weil sie spielen eine schlechte Saison in der Saison, in der eben jetzt die Strafe kam und verpassen deshalb wahrscheinlich die Champions League. Sowas passiert aber bei Manchester City höchstwahrscheinlich nicht. Selbst wenn die jetzt einen Punktabzug bekommen sollten, werden sie noch in Reichweite der Champions League Plätze sein. Sie haben einen Kader, der auf jeden Fall noch schaffen kann, in die Champions League zu kommen. Wie gesagt, sollte es jetzt schon dazu kommen, dass das eben entschieden wird. Aber wie gesagt, so eine Geldstrafe, die dann am Ende bei rumkommt, wahrscheinlich, die wird den Scheich überhaupt nicht interessieren bei Manchester City. Die wird im Verein niemand interessieren. Die wird einfach gezahlt und dann sagen sie, hey, gut, dann sind wir damit weggekommen. Aber wie gesagt, so diese ganz drastischen Strafen, ich sehe es einfach nicht. Es ist noch nie passiert und ich glaube auch nicht, dass City da das erste Opfer sein wird. Die Befürchtung habe ich ehrlich gesagt auch. Es gab ja schon öfter Financial Fairplay-Geschichten im Fußball und es war meistens mit einer Geldstrafe dann ausgesessen. Und das ist ja wirklich ein bisschen unlogisch, wenn du bedenkst, da ist ein Verein, der sowieso zu viel Geld hat, Geld ausgeben kann, wird dann bestraft mit, du musst was bezahlen. Ja, also wirklich viel wird das nicht bringen, aber diesmal sieht es ja schon relativ kritisch aus, oder Sebastian, was denkst du, wie geht's weiter? Ja, grundsätzlich glaube ich auch, dass es ist, wie ihr sagt, das Financial Fair Play war in den letzten Jahren ein zahnloser Tiger. Wir dürfen aber nicht vergessen, die Teams, die sich stark gemacht haben für die Super League vor ungefähr einem Jahr, die sind jetzt der Rache ausgesetzt der Ligen und der Verbände. Bei Juventus haben wir das schon gesehen. Da gab es eine satte Strafe mit 15 Punkten. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass es jetzt auch bei Manchester City passiert. Und sollte das passieren, ein Punktabzug oder sogar der Zwangsabstieg, dann sehen wir, dass Manchester City in Trümmern liegt. Weil das ganze Projekt ist um Pep Guardiola herumgebaut. Er ist loyal. Die Frage ist nur, wie loyal wird er dann wirklich sein?
am Ende. Die Scheichs haben ihm viel Geld gegeben, haben ihm auch die Möglichkeit gegeben, seine Traummannschaft aufzubauen. Aber wenn es dann in die zweite Liga geht oder auch nur die Champions League verpasst wird, dann denke ich, dass Pep Guardiola das Weite suchen wird und dann eben auch so Spieler wie Haaland, wie De Bruyne, wie Rodri. Und dann wäre Manchester City ein Team, wo sich die ganzen anderen Top-Clubs Bayern, Real Madrid, Chelsea dann wirklich bedienen können aus den Trümmern heraus. Und das wird richtig interessant zu sehen im Sommer dann. Ja, und eine Sache würde ich jetzt noch aufgreifen bei dir, und zwar diese Loyalität, die du ja angesprochen hast von Pep Guardiola. Da sieht man ja jetzt schon, oder jetzt hat man wieder die Clips gesehen von vor 2 Jahren oder 3 Jahren ungefähr. Im Juli 2020 hat er nämlich dann, als es das erste Mal eben darum ging, um diese Strafen, die es dann CAS dann nochmal überschrieben hat sozusagen, also die es dann eben nicht gab, da hat er ja schon gesagt, wenn er rausfindet, dass er angelogen wurde, dann wird er auf jeden Fall am nächsten Tag schon gehen, und das wäre ja dann das, weil er hat ja City immer verteidigt, er hat ja City immer in Schutz genommen, dass alles richtig läuft, weil er sich immer auf die Quellen im Verein beruft. Er hat immer gesagt, er ist da offen hingegangen, hat nachgefragt, wie sieht's da aus? Und ihm wurde immer gesagt, es ist alles sauber. Und wenn das jetzt natürlich rauskommt, dass das eben nicht so ist, dann wird er halt, egal was die Strafe ist, glaube ich, weg sein. Also ich glaube, dann muss es nicht mal zu einem Punktabzug kommen, sondern da muss es nur quasi dieses Eingeständnis geben, dass es nicht mit rechten Dingen zuging, dass er dann quasi sein Gesicht verliert. Und dann geht er, glaube ich, auf jeden Fall. Ja, eine brenzlige Situation bei Manchester City. Aber ich würde sagen, wir bleiben beim ganz großen Geld, und zwar in der Premier League beim FC Chelsea. Da gibt es wieder Gerüchte um einen neuen Spieler. Der FC Chelsea soll interessiert sein an Victor Osimhen von Napoli. Und Napoli hat aber schon klargestellt, gesprächsbereit sind sie erst ab 100 Millionen Euro. Es gibt auch andere große Interessenten wie PSG oder Manchester United. Sebastian, kannst du dir vorstellen, dass Chelsea Osimhen auch noch holt, und zwar für große, große Summen? Ich kann mir beim jetzigen FC Chelsea wirklich alles vorstellen. Also je absurder ein Transfer sich anhört, desto besser kann ich mir das bei Chelsea vorstellen. Also warum nicht? Die haben diesen Winter 350 Millionen Euro schon ausgegeben. Für den Sommer ist ein Nkunku schon fest. Der wird ja auch recht teuer werden. Und warum sollen die sich dann nicht noch einen der besten Stürmer zurzeit in Europa dann auch noch holen? Also du hörst schon raus. Ich sehe das Transfergebaren des FC Chelsea sehr, sehr kritisch. Gar nicht so sehr aus dieser Financial Fair Play Sicht. Ich weiß auch nicht, wo das ganze Geld dann herkommen kann und wie sowas erlaubt sein kann. Aber jetzt alleine, wie man einen Kader aufbaut, wie man einen Club aufbaut, gehen mir da viele Sachen nicht in den Kopf. Also für mich wird jeder Spieler da überbezahlt. Jetzt ein Enzo Fernandes ist ein guter Spieler, aber 120 Millionen für den zu zahlen, geht mir nicht so im Kopf. Über Mudrik hatten wir ja schon mal gesprochen. Auch ein talentierter Spieler, aber meiner Meinung nach auch viel zu teuer. Und mir ist schon klar, dass ein neuer Eigentümer wie Todd Bowley, dass der jetzt auch erstmal einen Fußabdruck hinterlassen will, dass der eine neue Mannschaft aufstellen will. Das ist ja auch alles schön und gut. Dass man dann vielleicht auch mal ein bisschen teurer einkauft, ist auch schön und gut. Ich frage mich aber, warum da nicht jetzt auch endlich mal verkauft wird. Also die haben jetzt einen Profikader von 31 Spielern. Das ist wirklich alles sehr, sehr aufgebläht. Man hätte die Transferperiode meiner Meinung nach auch nutzen müssen, Spieler loszuwerden. Das ist übrigens auch ein Skill, den Manager haben muss, Spieler auch gut zu verkaufen. Wenn ich dann einen Club übernehme, wir kennen das alle von den Fußballmanager-Spielen am Computer, muss man vielleicht auch mal in andere Dinge investieren als nur in Spieler, vielleicht auch mal ins Stadion. Über die Stamford Bridge wird ja auch schon seit 10 Jahren geredet, dass die eigentlich nicht mehr wettbewerbstauglich ist. Das heißt, da sollte man mal rein investieren, wenn man zu diesem Club kommt. Und es wird halt meiner Meinung nach nur blind rausgehauen für Spieler, überteuertes Geld gezahlt und nicht überlegt, wie man so einen Kader eigentlich wirklich strukturiert. Insofern kannst du mir jetzt hier eigentlich jeden Spieler nennen für jede Summe der Welt, und ich kann mir gut vorstellen, dass Chelsea da dabei ist. Ja, ich merke schon, du siehst das relativ kritisch beim FC Chelsea, was da abgeht. Hendrik, stimmst du dazu oder hast du eine andere Meinung? Ich habe eine relativ klare andere Meinung, und ich formuliere es jetzt einfach mal so frech wie irgendwie möglich. Chelsea hat alles richtig gemacht jetzt in dieser Transferphase.
Klar, mit dem Zusatz jetzt noch, wenn sie das Financial Fairplay so weit eingehalten haben, dass man sie eben nicht dran bekommen kann, das muss man natürlich dazu sagen, weil wenn nicht, dann haben sie natürlich nichts richtig gemacht und werden dann in der Theorie noch bestraft. Aber sollte das alles richtig gewesen sein, haben sie meiner Meinung nach sehr, sehr intelligente Moves gemacht, weil man muss das ja auch mal so betrachten. Chelsea ist das Geld relativ egal. Also Todd Boehly, ob der da jetzt 120 oder 90 Millionen für einen Spieler zahlt, ich glaube nicht, dass der da irgendwie schlecht schlafen kann deswegen. Also ich glaube, dass ihm das egal ist. Und dann muss man sich halt mal angucken, welche Spieler sie eben gekauft haben. Sie haben fast nur junge Spieler gekauft und sie haben auch dabei fast nur Spieler gekauft, die aber trotzdem schon in der Premier League, in der Champions League oder in Enzo Fernandes' Fall auch noch bei der WM gezeigt haben, dass sie auf dem Level auf jeden Fall mithalten können. Und wenn man sich dann anguckt, dass da jetzt 8, 9, 10 absolute Top-Talente im Kader stehen, alle auf Positionen, die miteinander spielen können, also so ein Mudryk und so ein Madueke, die kommen sich ja nicht unbedingt in die Quere, die können ja auch zusammenspielen. Oder dann so ein Enzo Fernandes wird ja auch Mason Mount jetzt die Spielzeit nicht wegnehmen. Also da haben sie schon sehr viel richtig gemacht und sie haben sich halt eben diese jungen Spieler geholt, die alle noch Entwicklung haben und die eben im Best Case, klar, man muss jetzt natürlich vom Best Case hier ausgehen, im Best Case einfach alle gleichzeitig in ihre Prime kommen und als Team zusammen heranwachsen können. Weil ich glaube nämlich, dass das der einzige Weg ist, wie man so Teams wie City wirklich langfristig gefährlich werden kann. Weil mit 1, 2 Transfers pro Transferphase braucht man meiner Meinung nach zu lange. Klar, Arsenal ist jetzt ein bisschen eine Ausnahme, aber da muss man auch gucken, die konkurrieren jetzt um die Liga, weil der Großteil des Kaders brutal überperformt. Und Ben White ist auf einmal einer der besten Rechtsverteidiger der Liga und wurde als Innenverteidiger gekauft. Granit Xhaka war eigentlich schon weg, ist jetzt einer der wichtigsten Pfeiler in diesem Team. Und ich glaube, Chelsea macht da schon vieles richtig, weil sie eben quasi ein Team zusammen heranwachsen lassen wollen und das Team soll dann über Jahre hinweg da sein, weil die haben ja auch alle Vertrag bis 29, 30, 2031 und wenn jetzt im Sommer auch noch Osimhen kommen, in Nkunku kommen, Declan Rice könnte ich mir vorstellen, dann ist das schon ein ziemlich, ziemlich starkes Team und die haben alle natürlich überzeugt, obwohl sie gerade eine sehr, sehr schlechte Saison spielen und sehr, sehr schlecht dastehen. Aber dieses Team werden wir dann wahrscheinlich, so wie es jetzt aussieht, alle nächstes Jahr in der Europa League bewundern dürfen. Oder wie siehst du das? Auf jeden Fall. Also sie werden erstmal Europa League spielen müssen, wenn überhaupt. Das ist natürlich auch noch ein Zusatz, den man machen muss. Aber ich denke, das wird halt ein einmaliges Erlebnis sein und danach wird dann groß angegriffen. Ich glaube, dass das schon der Plan ist in 2, 3 Jahren. Dann so ein Team dabei zu haben, das dann halt über Jahre hinweg diese Liga dominieren könnte. Ja, Hendrik, du hast einen klaren Plan skizziert mit vielen jungen Spielern. Ich hätte da noch eine kleine Nachfrage und zwar, was wird aus Spielern wie zum Beispiel Aubameyang jetzt? Sebastian, hast du da vielleicht eine Ahnung, wo das hingehen soll oder was Chelsea plant? Na, man hört, dass der LAFC aus der MLS in den USA Interesse hat. Vielleicht wird der dann der neue Mitspieler von Manuel Neuer im nächsten Sommer. Ja, wer weiß, wir werden es erleben, denke ich. Ich würde sagen, wir sind damit auch schon am Ende der heutigen Folge. Vielen Dank, Hendrik, dass du dir die Zeit genommen hast und deine Takes hier bei uns präsentiert hast. Und vielen Dank auch an Sebastian natürlich. Ihr könnt uns auch überall hören, wo es Podcasts gibt. Vergesst das nicht, aber vergesst auch nicht, uns in die Kommentare zu schreiben, was ihr zu all diesen Themen für eine Meinung habt. Also der FC Chelsea, was ist da der Plan? Wie geht's weiter? Wie geht's weiter mit Manchester City? Und spielt Manuel Neuer in Zukunft auch noch beim FC Bayern? Schreibt uns das gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Woche mit neuen Themen. Bis dann. Ciao, ciao.